Corona. Hallo, grüß euch. Wir sind heute auf der Donau, in einem Wald waren wir unterwegs. Endlich wieder mal vom Ufer. Mich freut es richtig, ich bin voller Energie. Und dahinter mir die Rauben schon die Rapfen rein in die Glafischschwärme. Es sind unzählig viele kleine Lauben da. Und ich bin unterwegs mit einer halbwegs einer leichten Ruden. Das ist eine halbwegs eine scharfe Version. Und zwar ist das die Westin W3 Finesse Texas Carolina. Von 5 bis 15 Gramm. Und werde da eben mit so einer kleinen Auswahl an kleinen Kädern die Lauben und die kleinen Barsche da imitieren. Und werde so schauen, dass ich den einen oder anderen Barsch bzw. den einen oder anderen Schier überlisten kann. Es hat jetzt seit gefühlten 2 Wochen, glaube ich, 35 Grad. Also die Schier, die sind mega aktiv. Bei den Zander ist es eher nicht so. Die stehen irgendwo draußen im Hauptstrom. Und deswegen haben wir sie entschieden, wir werden jetzt noch den letzten Rest vom Nachmittag bei den Stege bzw. da bei den Storbockungen fischen, in dem Wald am Herinnen und werden es auf Barsch und Schiert probieren. Und dann am Abend werden wir rausgehen in Donau und werden ein bisschen auf Zander fischen. Wir halten euch auf dem Laufenden und ich bin heiß wie Frittenfett, Petri. Erster Fisch für heute. Dadurch, dass die Schier nicht wirklich beißen hat, habe ich mal auf ganz kleine Mikroköder umgestellt. Erster Fisch des Tages. Ja, ein Barsch. Alles klar. Weiter geht's. Go and get it. We can take our world and turn it upside down. While we're young, we can live forever. So, da, wir sind jetzt vom Platz angekommen, dass ich euch mal zeige, nach den 2-3 Wochen Hitzewelle, was wir jetzt gehabt haben, wie viel Wasser da eigentlich fehlt. Wenn man da schaut, wo das Wasser anfängt, und wenn man jetzt da zurückschaut, wo das Wasser eigentlich ist, bei den Wurzeln, kann man daraus schließen, dass da eigentlich fast 1 Meter Wasser fehlt, beziehungsweise fast 1,10 Meter, wenn man das so anschaut. Also, das ist schon wirklich komplett krass. Aber wir sind jetzt da angekommen, und das Stück fällt mir eigentlich recht gut, wenn man da wieder schaut. Da haben wir so eine Kehrströmung rein, das ist ein Spitz. Mit so einem Becken, wo sich dann ein bisschen was sammelt. Das gefällt mir ziemlich gut. Werden wir es jetzt probieren. Sehr geil. Zander. Ja, jetzt haben wir gerade den Hauptstrom gewechselt. Jetzt sitzt da mit so kleinen Hypothees auf Barsch, gezielt auf Barsch abgesehen. Zurzeit ziehen sie die ziemlich kleine Köder rein, auch die großen. Ja, dann hast du immer so einen Beifang. Mini-Zander. Okay. Passt. Weiter geht's. So, da hätten wir wieder ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Ich bin ja gerade an der wunderschönen Donau, wie gesagt. Wir haben jetzt ein Gewinnspiel für euch. Und zwar haben wir für euch eines der letzten supergeilen Strike Lovers Lineale bzw. Strike Lovers Scales für euch. Ist noch richtig gut benannt, giegelnagelneu, noch kein schleimiger Fisch draufgelegen. Und wenn ihr das haben wollt, müsst ihr folgendes tun. Und zwar, wir haben uns da was Supers überlegt. Es ist nicht so leicht, aber es ist, glaube ich, machbar. Und zwar, ihr müsst bei dem Video
zwischen Minute 2 und Minute 5 das Track-Lovers-Symbol finden. Sprich, zwischen Minute 2 und Minute 5 haben wir irgendwo den Hashtag Strick-Lovers eingebaut. Irgendwo im Video, Minute 2, Minute 5, irgendwo dazwischen. Und das müsst ihr herausfinden. Der Erste, der was bei dem Video kommentiert, bei was für einer Minute sich das Logo wo befindet, bekommt diese geile Scale. Petri, viel Glück! Oder wieder beim Auto angekommen, war ein schöner Abend. Wir haben es jetzt im Hauptstrom probiert auf Zander und ich habe direkt in der Hauptströmung gefischt draußen. Da sind wir die 20 Gramm, die da mir gescheit liegen geblieben. Also es war eine richtig harte Fischerei. Wieso habe ich heimgekriegt jetzt? Leider. Ich würde euch nur einen richtig schönen Zander zeigen von dem wunderschönen Donaurevier, da wo wir waren und auch noch immer sind. Aber leider ist nichts mehr draus geworden. Und ich habe gesagt, wir brechen jetzt an der Stelle ab. War ein wunderschöner Tag. Wie gesagt, es war wieder elendiglich heiß. Ich schwitze nur immer wie eine Sau. Ich freue mich jetzt, wenn es in den paar nächsten Tagen wieder mal ein bisschen kühler wird und ankühlt und einmal regnet, dass die Fische wieder ein bisschen aktiver werden da bei uns. Aber kann man nichts machen. War ein schöner Abend. Ich wünsche euch weiterhin ein dickes Bett drin.